Nach den Objektivkorrekturen soll es in diesem Video um die Transformierung deines Fotos gehen. In diesem Bereich aktiviere ich grundsätzlich immer die Ausfunktion und nehme hier die verschiedenen Einstellungen manuell vor. Wenn du dies aber nicht machen möchtest, kannst du das auch über den Autoregler machen, der dir das Bild dann begradigt und dir die verschiedenen Linien auch versucht, gerade in deinem Foto auszurichten. Bei schwierigen Sachen, wie zum Beispiel hier der Turm, der ist bestimmt nicht in der Waage, kannst du auch mit Hilfslinien schaffen. Du kannst dann hier auch die verschiedenen Linien ziehen, dass du sagst, dieser Turm ist mir besonders wichtig, den möchte ich gerade behalten und dieses Gebäude hier auf dieser Seite möchte ich auch gerade, dann kannst du hier noch eine Linie ziehen und dann passt er dir das Bild gerade an diesen zwei Linien an und dann siehst du, dass du hier im Vorher-Nachher-Vergleich die Gebäude gerade gerückt hast. Wenn dir das nicht genug ist und du noch weitere Anpassungen machen möchtest, kannst du das immer über die jeweiligen Regler hier im unteren Bereich machen oder den Zuschnitt auch grundsätzlich beschränken möchtest, dass du hier, wenn du dann an diesen Reglern bewegst und wieder loslässt, dass dir die Bereiche abgeschnitten werden und dir keine weißen Bereiche im Bild angezeigt werden. Das sollte es zum Bereich Transformieren schon gewesen sein. Wie gesagt, brauche ich grundsätzlich immer die oberen drei Bereiche und die unteren nicht. Wenn das bei dir anders ist, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen oder eine Diskussion in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es um das Thema Effekte geht.